Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen TestVenture-Tutorial. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach euren Roblox-Namen ändern könnt. Los geht's! Als erstes öffnen wir unsere Roblox-App am Smartphone und loggen uns ein. In der App drücken wir dann unten rechts auf die drei kleinen Punkte. Im nächsten Menü scrollen wir ganz nach unten und wählen den Punkt Einstellung aus. Danach wählen wir direkt den ersten Punkt mit Kontodetails aus. In den Kontodetails sehen wir auch direkt unseren Anzeigenamen und unseren Benutzernamen. Der Anzeigename ist euer öffentlicher und für alle sichtbare Name, zum Beispiel in Spielen oder in Gruppen. Der Benutzername hingegen ist nur dafür da, wenn ihr euch bei Roblox einloggt oder wenn euch Freunde hinzufügen wollen. Wir drücken also auf den Anzeigenamen und schon können wir uns einen neuen Namen aussuchen. Ich nenne mich kurz in TestVenture um. Wie ihr bereits sehen könnt, kann der Anzeigename nur alle 7 Tage geändert werden. Wählt euren Namen also mit Bedacht aus. Und schon sehen wir, dass mein Anzeigename erfolgreich geändert wurde. Mein Roblox-Name wurde jetzt überall geändert. Wenn ihr auch unbedingt euren Benutzernamen ändern wollt, kostet das allerdings 1000 Robux. In meinen Augen ist das allerdings nicht notwendig und ich rate davon ab. Den öffentlichen Anzeigenamen zu ändern reicht vollkommen aus. Wenn ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte, würde ich mich freuen, wenn auch du uns durch ein Like und ein Abo unterstützen würdest. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, deine TestVenture Crew.